Ja, hallo Leute und willkommen zu einem kleinen weiteren Special. Special. In Star Wars Jedi Fallen Order und ich glaube, meine alte BBA-Mod funktioniert nicht korrekt. Machen wir mal den hier. Ja, okay. Ich habe gerade neu angefangen. Wie es scheint, ja. Ich habe mich heute für dieses... Oh mein Gott, das nervt so sehr, dass die halt BBA-Mod nicht richtig funktioniert. Ja. Ich kann es leider nicht neu starten. So schnell wie es dauert, Ewigkeiten das Spiel zu starten, wegen den 50 Millionen Mods. Ja. Genau. Aber willkommen zurück zu einem kleinen Video in Jedi Fallen Order, bei dem ich mich gerade hopelessly verlaufe. Okay. Ich stelle mich gerade echt ein bisschen doof an. Nee. Also doch, aber. Ja, heute wollte ich über ein Thema quatschen. Und ja, zwar habe ich jetzt von vielen Leuten auch ihre Meinung dazu gesehen und so weiter und so fort. Und zwar zu der Tatsache, dass Gina Carano als Cara Dune nicht länger in aktuellen Produktionen von Disney, von Star Wars oder sonst was mitspielen wird. Ja. Genau, und als Begründung für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses der beiden Seiten gibt Lucasfilm an, oder die geben es nicht mehr an, wird vermutet, dass Aussagen Gina Carano dafür verantwortlich sind. Erstens, ich finde diesen Schritt absolut richtig und korrekt. Ich finde, das ist längst überfällig, um ehrlich zu sein. Denn... Ja, denn aus diversen Gründen, aber du kannst, meiner Ansicht nach ist es absolut korrekt, dass sie das Verhältnis beendet haben. Ja, denn du kannst nicht eine Heldin der Rebellion, die sich ja eindeutig gegen rechts, gegen Nazis und gegen den ganzen damit zusammenhängenden Rest stellen, kannst du eine Rolle nicht mit einer Person besitzen, die dieses Verhalten gut heißt. Und dann auch noch die... Ich will sagen Unverschämtheit? Ich nenne es Unverschämtheit. Die Unverschämtheit besitzt eine Parallele zwischen der, ich sag jetzt mal, zwischen der gesellschaftlichen Ausgrenzung vieler stark rechts eingestellter Personen mit dem Rest der Gesellschaft ist. Ihr wisst vermutlich, was ich meine. Ja, hi. You all right, BD? Mein Gott, ich kann den Kack nicht skippen. Bis gleich. Wir schneiden. Da sind wir wieder. Ja.
Ich habe übrigens gerade eine Idee. Genau, die kann man irgendwie freischalten später. Okay. In diesem Menü verschwindet die Anzeige von BD1. Hat interessanterweise keine Auswirkung, die schon. Okay. Ja, genau. Ich finde die. Ich habe das schon mal auf Twitter versucht zusammenzufassen, aber ich finde das, was Disney getan hat, absolut korrekt. Die Hintergründe, warum Disney das getan hat und so weiter und so fort. Alles diskutabel. Ja. Ich komme mir gerade vor wieder wie in Phoenix Rising, wo ich von Dingen getroffen werde, die mich nicht treffen. Au. Das war knapp. Ich bin noch Phoenix Rising gewohnt von der Steuerung her, deswegen will ich mich immer mit dem falschen Knopf auf dem Steuerkreuz heilen. Ja. Genau, also ich finde es absolut richtig, was Disney getan hat. Auch aus einem ganz weiteren wichtigen Grund, und zwar finde ich Vergleiche mit dem Holocaust jedweder Art absolut unangebracht und indiskutabel. Das darfst du nicht tun. Als Person, als normaler Mensch sind Parallelen zu ziehen mit dem Holocaust. Wie mit der heutigen Geschichte, mit sonst irgendwas in der Menschheitsgeschichte absolut, absolut unappetitlich und geschichtsvergessen. Und das relativiert einfach viel zu sehr den Schrecken, der damals geherrscht hat. Ja? Ich mache das Video jetzt auch mit Absicht auf Deutsch, weil ich kann nicht mehr auf Englisch darüber reden. Ich habe es auf Twitter schon versucht. Die Leute sind. Es ist unglaublich ekelhaft, wie viele Leute auf Twitter sind. So. Das ist jetzt mal abgesehen davon, dass Gina Carano nicht zum ersten Mal irgendwie Dinge veröffentlicht hat, die eher zweifelhafter Natur sind. Ja? Also davon mal ganz abgesehen. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber der Vergleich zu ziehen, dass Leute, die politisch rechts eingestellt sind heutzutage, ausgegrenzt werden in der Gesellschaft, zu vergleichen mit dem, was die Regierung, die Nazi-Regierung unter Adolf Hitler getan hat, um den Holocaust vorzubereiten während der Nazi-Herrschaft, sind absolut unvergleichlich. Denn selbst wenn man diesen abartigen Vergleich irgendwie ziehen will, es ist eine ganz einfache Sache. Heutzutage wirst du von der Gesellschaft ausgegrenzt, nicht weil die Regierung irgendwas dafür tut, sondern weil wir das schon mal hatten. Und zwar damals, als die Nazis an der Herrschaft waren. Ja, da hatten wir schon mal Regierungen, die sehr stark rechtsorientiert waren. Also, und abgesehen davon, eine rechte Orientierung ist und bleibt falsch. Egal wann, egal wie, egal wo. Das geht absolut nicht in Ordnung, meiner Ansicht nach. Ja, alles, was rechter ist als Mitte, ist absolut
Absolutes No-Go. Selbst Mitte ist für mich schon. Ja, aber das ist dann so, Leute, die haben halt falsche Prioritäten, aber das sind keine Arschlöcher. War das, was rechter ist als Mitte? Das sind einfach meiner Meinung nach sind das einfach Arschlöcher. Weil. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen kann oder soll. Weil. Die stellen politisch das Recht einiger Menschen über das Recht anderer Menschen. Und das geht nicht in Ordnung. Ende. So, da muss man auch nicht drüber diskutieren oder sonst irgendwas machen. Das geht nicht in Ordnung. Das geht absolut gar nicht in Ordnung. Ja. So. Jetzt hätten wir das mal gesagt. Ja, und dazu kommt noch, wenn solche Vergleiche, werden heutzutage auch von rechten Personen gezogen, Holocaust-Vergleiche. Das ist meiner Ansicht nach einfach nur absolut ekelhaft und abartig, weil Leute, die heutzutage politisch rechts eingestellt sind, sind Leute, die meiner Ansicht nach absolut kein Verständnis davor haben, was damals tatsächlich für einen Schrecken geherrscht hat unter dem Holocaust. Das sind Leute, die sowas nicht unbedingt gutheißen würden, aber die so etwas nicht verteufeln. Die heutzutage solche Parallelen ziehen. Ja. Durchsequenz, ey. Skip, skip. My friend, it appears the Sepho had some interest in Dathomir. Strange. For such a peaceful culture to have any sort of fascination with a place so God. Should be a lot quicker than the way in. Ja. Solche Vergleiche finde ich absolut unangebracht und ich finde, dass diese Personen auch zu Recht jetzt dafür von der Gesellschaft, von Disney oder von sonst irgendwem abgestraft wird, weil das ist meiner Ansicht nach ein No-Go. Ja? Und es. So. Ja? Ich selbst war nie auf so einer Gedenkstättenfahrt, aber es gab jedes Jahr bei mir am Gymnasium so eine jährliche Gedenkstättenfahrt. Ich bin da nie mit, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, solche Fahrten sind für mich absolut die Hölle, weil ich absolut, absolut nicht mit anderen Menschen gut klarkomme, die ich nicht gut kenne. Mein Gott, was zum Obst? Was zum. Das Spiel glitscht ja gerade nur noch rum. Sind wir am falschen Ort, richtig? Müssen wir 50.000 Jahre dahin latschen? Die haben super hohe Ladezeiten. Haben wir so hohe Ladezeiten? So, von dem dürfen wir uns jetzt nicht erwischen lassen, sagte er. Und er trifft mich, obwohl ich ausweiche. Ja, okay, mich, danke. Sind die XP verloren. Nice. Was ist das? Wir spielen doch nach wie vor auf Großmeister, oder? Also. Nicht, dass ich jetzt hier schon an irgendwie auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Wir sind nicht bei Großmeister, oh mein Gott, und ich scheitere trotzdem an den Arschgeigen. Scheitern an denen auf und sie sind nicht mehr auf Großmeister. Das geht ja mal gar nicht.
Ich habe rechtzeitig geblockt, Spiel. Schon wieder. Yay. Zweimal rechtzeitig geblockt und krieg trotzdem Schaden. Ich hasse sowas an Spielen. Diese Ladezeiten sind die Hölle, ey. Warum hast du so hohe Ladezeiten? Oder habe ich die Mods... Sind die Mods aus Versehen auf der falschen Festplatte installiert? Kann es sein, dass die Mods nicht auf einer SSD-Platte sind? Und nicht auf der SSD, wo das Spiel drauf ist? Also es kann sein, dass das deswegen so hohe Ladezeiten hat. Das wäre scheiße, aber... Jetzt mein Fass, wie sie den doch an... Gucke einer Schau. So geht das doch. Bums. So. Also. Zurück zum Thema. Ich war nicht auf so einer Fahrt. Und ich habe auch danach nicht, also nachdem ich das einigermaßen bekämpft hatte und offener war für solche Fahrten, hätte ich auch mitkommen können. Später in höheren Altersstufen. Ich habe damit zwar immer noch Probleme, aber nicht mehr annähernd so sehr wie damals. Aber auch heute würde ich dann nicht. Ich würde das niemals ankämpfen wollen, weil allein die Vorstellung davon lässt mich schon einfach. Ja. Das lief gut. Allein die Vorstellung davon lässt mich schon vor Abartigkeit einfach nur. Boah, ich will mir das gar nicht vorstellen, so abartig ist das für mich. Und deswegen bin ich da nie hin. Und werde da vermutlich auch nie hinfahren, einfach weil ich will mir das nicht antun. Das ist mir so schon schrecklich genug. Und deswegen bin ich da. Also, es. Falls einige verstehen das vielleicht nicht, dass man vielleicht gerade so, wenn man sowas total schrecklich findet, sich das angucken sollte. Aber allein. Leck mich doch am Arsch. Ich hasse das Vieh. Oh Gott, ey. Ja, ich weiß, das ist ein hoher Schwierigkeitsgrad. Trotzdem sollte das Ding keine 50.000 Lichtschwertschläge aushalten. Lasst es mich von mir aus one-hitten, wenn ich es dafür auch one-hitten kann. Das ist ein scheiß Lichtschwert. Das war übrigens im perfekten Parade. Oh, guck mal. Ich hab geblockt. Ich hab rechtzeitig auf Blocken gedrückt. Das kann nicht wahr sein, ey. Wenn es nicht so kompliziert wäre, dann würde ich jetzt eiskalten Scheiß-Input-Fenster einbauen, das anzeigt, wann der PC den Input erkennt und dass das Spiel nicht korrekterweise auf den Input reagiert. Das würde ich tatsächlich, sowas würde ich gerne mal bei mehreren Spielen machen. Sowas geht natürlich nur am PC, weil es nur da eine Input-Anzeige gibt. Meine Fresse, ey. Ja. Also es... Ich habe eine sehr starke Aversion gegen sowas. Diese ganze Epoche ist einfach für mich so... Ich kenne eine Person persönlich, die Zeitzeuge ist aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mein Großvater. Mein Großvater ist vom Zweiten Weltkrieg geboren. Und... Good job.
erzählt nicht oft davon. Der war ein Kind am Ende des Krieges, aber trotzdem erzählt er da nicht oft von. Aber der hat heute noch immer Nachwirkungen davon. Der hat bis heute andauernde Nachwirkungen, Traumata, die er aus der Zeit davongetragen hat. Ja? Und einzig und allein aus dem Grund möchte ich nicht mich noch weiter damit auseinandersetzen. Weil wenn allein mein Großvater solche schlimmen Erinnerungen und solche schlimmen Nachwirkungen davon trägt, ja? Dann würde ich mir nicht vorstellen, was das für. Ich will mir das nicht vorstellen. Ist so, ja? Das ist meiner Ansicht nach viel zu schrecklich. Der hat mich nicht getroffen. Er hat mich schon wieder nicht getroffen. Ich krieg Schaden. Willkommen zurück bei Immortals Fenyx Rising. Das ist katastrophal. Wenn Gegner keine richtigen Hitboxen, also wenn du keine vernünftig visuellen Hitboxen hast. So. Ja. Wenn Minecraft da visuell andere Dinge anzeigt als die tatsächlichen Hitboxen, dann ist das noch irgendwie verständlich. Ja, aber bei Minecraft kannst du die Hitboxen anzeigen lassen. Hier. War er geslowt und konnte trotzdem mich mit einem normalen Angriff treffen. Ich will diesen Kackbastard endlich killen. So, das ist jetzt das persönliche Ziel für das Video. Ja. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Leute teilweise das kritisieren oder sich hinter Gina Carano stellen. Das ist ein absolutes No-Go, meiner Ansicht nach. Solche Leute gehören genau. Ja, Prost Mahlzeit. Solche Leute gehören genauso wie Gina Carano. Ja, gecancelt. Hände. So. So ein Verhalten zu verteidigen, so ein Verhalten ist meiner Ansicht nach ein absolutes No-Go. Vergleiche zu ziehen mit den Dingen, die damals passiert sind, mit dem, was in heutiger Zeit passiert, ist ein absolutes No-Go. Sowas darfst du nicht machen. Also, und wenn du sowas machst, dann gehörst du meiner Ansicht nach ausgegrenzt, weil dann scheinen deine Ansichten ja zu sein, dass du sowas gutheißt. Anders kann ich das nicht. Anders kann ich dieses Verhalten nicht. Nicht verstehen zu können. Und ich bin rechtzeitig ausgewichen, mal wieder. Anders ist dieses Verhalten für mich nicht nachvollziehbar. Ja? Weil du ziehst, wenn du solche Vergleiche ziehst, dann hast du für mich in einer geregelten Gesellschaft nichts mehr zu suchen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und ein bisschen arschlochhaft. So, aber als gebildeter, erwachsener Mensch darfst du solche Vergleiche nicht ziehen. Ja? Und bei Leuten, wo du davon ausgehen kannst, dass sie gebildet genug sind, dass sie wissen, was sie da tun, da darf man auch mit vollen. Ja. Ja, das wollte ich dazu noch sagen. Ich finde auch übrigens den Vergleich, den Pedro Pascal gemacht hat, mit dem Vergleich von wegen, was heutzutage, was die USA abziehen mit Kindern und den Vergleich finde ich auch nicht in Ordnung. Aber, weil viele Leute auch das als Argument nehmen, so von wegen,
China wurde dafür gecancelt, aber Pedro darf sowas machen? Ja. Das ist ein ganz einfacher Unterschied, der da herrscht. Ich war außerhalb der Reichweite, ich bin ausgewichen. Egal. Das ist ein ganz einfacher Unterschied. Da Pedro Pascal prangert den Verstoß der amerikanischen Regierung gegen Menschen- und Kinderrechte an. Und zieht Vergleiche mit dem Verstoß gegen Menschen- und Kinderrechte. Auch wenn der Verstoß der Nazis, wie gesagt, solche Vergleiche sind absolut ekelhaft und sollte man nicht tun. Ja, aber hier denke ich tatsächlich, dass das zwar scheiße gewesen war, jetzt scheiße gewesen ist, aber diese Relativierung ist meiner Ansicht nach nicht so schlimm, dass sie direkt irgendwie gecancelt werden sollte, sondern jemand sollte ihm vielleicht erklären, dass sowas bei vielen Leuten auf Abneigung stoßen kann, diese Vergleiche. Ja. Und dass das absolut nicht geht und dass das so von wegen, ja, einmal ist kein Mal. Einmal ist okay, wenn das ist, da bin ich gerade, das ist tatsächlich aber auch schon auf der absoluten Grenze, da bin ich echt noch bereit zu sagen, ja, okay, das war ein ehrlicher Fehler und das war sofort, das war auch so eine, ich denke, das sollte durch Übertreibung klar machen, dass sowas, dass man dieses Verhalten eventuell mal überdenken sollte. Denn wenn es so weitergeht, dann werden solche Vergleiche öfter kommen. Ich hab geblockt, meine Fresse, ey. Ich krieg eine Krise, ey. Ja. Also das ist, genau. Das ist alles, was ich zu diesem Thema jemals sagen werde und sagen will. Relativiert nicht den Schrecken des Holocausts mit irgendwas, weil es nichts gab in der Menschheitsgeschichte, was man damit vergleichen kann. Und man sollte sowas nicht tun, weil sowas einfach abartig ist. Ende. Ich denke, dass, ja, das war's und mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ich hoffe übrigens, dass das hier, dass das Video für euch übrigens vernünftig läuft, weil OBS macht schon wieder Schmarrn. Zeigt schon wieder Ruckler und sowas im Bild an. Ja, mein! Ja, mein! Treff mich doch, obwohl ich ausweiche, du Bastardsohn! Ja, also die Themen haben wir für heute abgefrühstückt. Wir werden uns jetzt noch weiter mit Octobokto beschäftigen. Und ja. Genau. Mehr werde ich jetzt über dieses Thema nicht reden. Ich werde jetzt mich weiter über Octobokto aufregen. Ich bin richtig ausgewichen. Bloody hell. Ich bin schon wieder ausgewichen. Ich kann's. Ey, ich kann's nicht mehr. Der Typ will einfach nicht sich vernünftig benehmen. Ja, darüber mache ich auch mal unbedingt, muss ich auch mal unbedingt ein Video machen. Über Hitboxen und so ein Scheiß. Wie kann das sein, dass wir heutzutage immer noch Hitbox-Probleme haben, ey? Das ist nicht so schwer.
Ja, leg doch einfach eine Hitbox fest und verpasst dann der Hitbox ein Design. Nicht designt erst und legt dann Hitbox fest. So wie hier zum Beispiel. Ja. Oder Input-Delay oder sowas. Das, wie kann es sein, dass wir heutzutage noch Probleme mit sowas haben? Ich kenne Spiele, die hatten kein Input-Delay. Ein Nintendo DS-Spiel hat kein Input-Delay. Ja? Wenn der Nintendo DS oder... Okay, Game Boy habe ich tatsächlich nie selber ausprobiert, aber... allein mein alter Nintendo DS Lite hatte kein Input-Delay. Mein fucking Aufnahme-DS hat kein Input-Delay. Wenn die es schaffen ohne Input-Delay und ohne Hitbox-Probleme mit solchen Spielen klarzukommen, mit den Datenmengen, dann sollten das moderne Rechner und fucking PlayStation 5 Konsolen auch können. Weil das sind nicht mehr Eingaben, die da gesendet werden können. Ja? So. Ja? Die Datenmenge, es gibt genau eine Position für jeden Knopf, den der, also bei den Sticks ist es ein bisschen komplizierter, ja? Aber jeder Knopf ist genau ein Wert, und zwar gedrückt oder nicht gedrückt, der gesendet wird, ja? Das heißt also, jeder Knopf hat eine Datenmenge von einem Bit, ja? Heißt also, A, B, Y, X haben wir schon mal 4 Bits, dann noch die Trigger und, die Knöpfe, heißt es, wir haben ein ganzes Byte, ja? Dann haben wir noch die beiden Start-Pause-Knöpfe, das Steuerkreuz und die beiden reindrückenden Knöpfe der Sticks. Heißt also, wir haben jetzt schon mal 2 Byte und haben damit alle Positionen abgefrühstückt, außer die Stick-Position. Da sind wir bei 2 Byte. Ja, und von mir aus, ich weiß nicht, wie viele Zustände dieser Stick haben kann, aber selbst wenn jeder Stick 100 verschiedene Positionen haben können. Ach, rechnen wir der Einfachheit halb einfach mal mit 1024. Ja? Der Einfachheit halber. Dann wären wir immer noch bei ich muss mal kurz den Taschenrechner nehmen. Ich bin zu doof, um den Scheiß im Kopf auszurechnen, ey. So, wartet. Okay, dann wären wir bei 130 Byte. Wenn jeder, also, nee, nicht 130 Byte, sondern bei 258 Byte wären wir dann, weil jeder Trigger 1000 Zustände, 1024 mögliche Zustände hätte. Ja? Von mir aus können wir das Ganze nochmal verdoppeln. Weil wir sind immer noch nicht bei einer Übertragungsrate von 1 Kilobyte pro Sekunde, was immer noch wahnsinnig wenig ist an Daten. Ja? Auf dies, also, und dass man diese Daten auch noch irgendwie komprimieren kann. Ja, davon fangen wir jetzt gar nicht erst an. Ich habe geblockt. Ich habe es euch gerade vorgerechnet, ja? Ich meine, okay, wohlgemerkt, beim DS hast du, da hattest du nur L, R, A, B, Y, X, Plus, Minus und so weiter. Beim DS hattest du, was Knöpfe angeht, ja? Hattest du nicht so viel, aber du hattest noch den Touchscreen, wo du auch ganz sicher sehr viel Eingaben mit verarbeiten musstest und auch das hat einwandfrei funktioniert, ja. Das hatte auch keinen Input-Delay, der irgendwie das Spiel schlechter spielbar gemacht hat. Ich hasse es, dieses Ding. Der geht in Position, ich rolle weg und er dasht erst nachdem ich weggerollt bin.
So. Hat auch was mit dem Input-Delay zu tun. Wenn der Input-Delay nicht da wäre, könnte ich ausweichen. Ja, und wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass der Input-Delay hier nicht da wäre. Ja, und falls einer fragt, ja, diese Daten können mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Das sollte nicht ein merkbarer Input-Delay für mein scheiß Gehirn sein. Ja? Weil bei allen anderen roten Dingern. Ich warte sogar schon ein bisschen, bevor ich ausweiche. Ja? Aber bei allen anderen roten Dingern musst du instant auf Ausweichen gehen. Auch bei allen anderen Gegnern. Nur bei diesen Kröten nicht. Bei diesem Dash Run ist das einzige, wo du nicht direkt ausweichen musst. Das triggert maximal. Das triggert mich übrigens auch, dass das Spiel so ruckelt. Ja? Meine FPS fallen hier teilweise auf 45, Alter. Wodurch fallen diese FPS? Es passiert nichts im Spiel, was. Was soll ich dazu noch sagen? Es passiert nichts im Spiel, was dafür verantwortlich sein sollte, dass die FPS so weit droppen. Ich sollte hier weit mehr als 60 FPS haben. Da ist nichts, was der scheiß Rechner berechnen muss. Also. So. Er muss ja nur die Oberflächen hier berechnen. Ja? Der Rest ist ja innen hohl. So. Er muss alle Oberflächen, die ich gerade im Blickfeld habe, muss er berechnen. Und natürlich alles noch, wo ich mit der Kamera schnell hinschwenken könnte. Und dass ich, wenn ich schnelle Kameraschwenks mache, dass er dann ganz viel berechnen muss, das ist klar. Aber guckt mal jetzt, flüssige 60 FPS. Und das, obwohl der super viel berechnen muss. So aber. Ich lasse die Kamera still. Habe ich 2-3 FPS weniger. Obwohl er muss sehr, 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 sehr viel weniger berechnen. Hat aber weniger FPS. Ich laufe hier runter. Zack. Jetzt muss er noch viel weniger berechnen, weil es keine Möglichkeit gibt, dass ich rausgucken kann. Also muss er den ganzen Shit gar nicht berechnen. What the fuck? Wieso war meine Blockausdauer leer? Oder so weit unten? What the fucking hell, Spiel? Ja, jetzt habe ich gerade nicht auf den Kampf geachtet, aber. So. Was ist da, was er berechnen soll? Und ich meine, habe ich die FPS auf 60 gelockt? Grafik. Nee, Video ist das bei richtig. Maximal FPS 60. Nicht 144. Aber auch hier. Er muss nichts berechnen, was durch den Kamerawinkel eh obstructed ist. Ja? So. Warum? Also, wenn ich in dieser Höhle bin, muss er nichts berechnen, außer der Shit hier in der Höhle. Ich war außerhalb der Reichweite schon wieder. Da muss er nichts berechnen, außer mich, also außer Kerl, den Octoboktor und das bisschen Umgebung, was da drin ist. Mehr muss er nicht berechnen. Da ist hier nichts geladen, sonst. Ich kann ja nichts sehen, was dahinter ist. Muss er auch nicht laden. Ja? So. Ich habe hier teilweise 40 FPS. Was ist das? Da ist nichts, was berechnet werden muss. Ja. Ich hitte ihn, ich weiche aus. Er macht seinen hässlichen Dash. Ich sterbe. Es ist wunderbar. Es ist total motivierend. Ja. Und nein, das liegt nicht an OBS, dass ich. Also wenn ich auf OBS nimmt, keine Ahnung, 5 bis 10% der Grafikkarte ein.
Die Grafikkarte sollte nicht mal zu 50% ausgelastet sein mit dem Shit. Auf 60 FPS, ja? Ja, okay, wenn er hierbei viel berechnen muss und ich hierbei wenig FPS habe. Irgendwo noch verständlich. Aber hier unten doch nicht. Hier unten sollte das Ding weit über 100 FPS haben. Der muss die scheiß Höhle berechnen und mehr nicht. Ich hasse diesen Dash! Weil du kannst auch nicht erkennen, anhand des Roten, was er auslöst. Du musst instant ausweichen, weil er auch seinen hässlichen Sprungangriff machen könnte. Und wenn ich da nicht instant ausweiche, bin ich tot. Ich hasse so künstlichen Schwierigkeitsgrade. Deswegen ist Dark Souls meiner Ansicht nach auch echt schlechtes Spiel. Weil es halt einfach nur künstlichen Schwierigkeitsgrad hat. So. Ja. So. Ja. Aber ich hasse, also das ist übrigens auch künstlicher Schwierigkeitsgrad, aber das liegt halt daran, dass ich den Schwierigkeitsgrad hier mit Absicht hochgedreht habe. Das ist künstlicher Schwierigkeitsgrad, aber das ist ja einer, den ich mir selber aufzwinge. Ja. Künstlicher Schwierigkeitsgrad ist übrigens immer, wenn es quasi ein Muster gibt von einem Gegner, das du rausfinden musst. Also Muster musst du halt so und so viel Male durchschauen, damit du ihn so und so viel Mal treffen kannst und dass du ihn dann besiegen kannst. Künstlicher Schwierigkeitsgrad ist für mich immer, wenn der Spieler sehr easy zu töten ist und der Boss sehr schwer zu töten ist oder die Gegner. Das ist künstlicher Schwierigkeitsgrad, weil es dann du nicht darauf ankommt, wie gut du das System durchschauen kannst, sondern wie gut das Spiel mit deinen Scheiß-Inputs, deine Inputs verarbeitet oder sowas. Und das ist meiner Ansicht nach einfach nur künstliches Erhöhen des Schwierigkeitsgrades. So, entweder beide sehr wenig Leben, ja, wenn man das auf die Art und Weise machen will, wenn du das willst, dass der Spieler leicht stirbt. Was auch wenn man es gut macht, kann das eine gute Motivation sein, weil es vor allem Realismus hervorruft, wenn alles leicht stirbt im Videospielen, weil zum Beispiel bei Star Wars, ja, die Jedi-Knight-Reihe hat das zum Beispiel versucht, diese Art von Realismus zu erschaffen. Ich hasse es. Ja, die Jedi Knight Reihe hat das zum Beispiel versucht. Die Jedi Knight Reihe ist daran gescheitert, weil das Combat-System einfach kompletter Grütz war. Weil du hattest halt nur zuschlagen als Möglichkeit. Das ist kein Lichtschwert-Kampfsystem. Zuschlagen. Ja, aber die Idee war gut. Die Umsetzung war halt gemäß der Zeit und der Technik halt scheiße. Das waren aber alle Star Wars-Spiele damals. Der Versuch, diese Technik umzusetzen, dafür. Das konnten die Rechner damals nicht. Ja, und so, ich finde es auch schlimm. Also, was ich an dieser Dash-Attack halt hasse, normalerweise ist die Dash-Attack. Gegner zieht auf einen Punkt, du holst weg, Gegner springt auf Punkt.
Ja, Gegner kann, sobald er in der Dash-Attack drin ist, seine Richtung nicht mehr ändern. Deswegen ist es eine Dash-Attack. Der Frosch kann das aber. Sobald er die auflädt, kann er die Richtung noch ändern. Was das Ding einfach viel zu overpowered macht. Ja, zum Beispiel ist auch Balancing und so. Ich bin übrigens gerade viel zu spät ausgewichen. Das sollte nicht funktioniert haben. Mann, ey. Ja, ich rede ja noch weiter über interessantes Zeugs. Ich habe mir jetzt als persönliches Ziel gesetzt und das ziehen wir jetzt auch durch. Passt schon. Ich habe überlegt gerade, ob ich das Video schneiden soll oder so, aber ich rede weiterhin über Zeugs und solange wie ich über Zeugs rede, ist es meiner Ansicht nach. Was war das jetzt? Also ich habe schon gesehen, dass er angreift. Ich bin auch ausgewichen, aber... Cool, I guess. Und auch da wurde ich schon wieder getroffen, wo ich ausgewichen bin. Herrlich. Ja, ich hatte gehofft, dass ich da wieder rechtzeitig rollen kann. Aber ich musste halt Entfernung schaffen, weil ich dem Dash im Nahkampf nicht ausweichen kann. Wenn das Ding halt kein One-Hit wäre, sondern nur ein beinahe One-Hit, dann wäre das ja nicht so schlimm. Aber so One-Hit-Angriffe hasse ich. Und an dem bin ich selber schuld. Also das ist jetzt nicht so. Also dass der Dash mich one hätte, das habe ich ja selber eingestellt. Beim Schwierigkeitsgrad. Das ist jetzt. Boah, nice. Das lief auch gut. Da ist er wieder viel zu früh aus dem Freeze rausgegangen. Ich bin direkt nach meiner Heavy Attack mich ja direkt auf Ausweichen gegangen. Ja, ich habe übrigens keine Ahnung, warum das Spiel so instabil läuft, aktuell. Weil eigentlich habe ich es mit GeForce. Habe ich das mit GeForce Experience eingestellt oder nicht? Und da hat er mich schon wieder getroffen, obwohl ich außerhalb der Reichweite war. Auch da bin ich ausgewichen. Es ist belastend. Ja. Übrigens auch YouTube braucht immer 50 Millionen Jahre, um diese Videos zu verarbeiten.
Wenn YouTube für das Verarbeiten meiner Videos länger braucht als mein Schnittprogramm, was schon 50 Millionen Jahre braucht. Ja, also das braucht schon viel zu lange. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass YouTube eventuell immer was so bescheuert, wie das klingt, an seiner Infrastruktur machen muss. Das heißt, dass die Server von YouTube langsamer arbeiten als meine Kack-CPU von was weiß ich wann. Ja? Und mein Programm nutzt nur meine CPU zum Rendern, was auch eine scheiß Idee ist für ein Schnittprogramm. Ja, der benutzt nicht die gesamte Rechenpower des Rechners, der benutzt nur die CPU, er nutzt nicht die Grafikkarte. Ja. So. Also, wenn er wenigstens die Vorschau, welche Frames erinnert, nicht auch über die CPU laufen lassen würde, sondern in dem Augenblick über die Grafikkarte. Ich hasse es, wenn ich rechtzeitig ausweiche und trotzdem getroffen werde. Ausgewichen, fick dich, Spiel. Der steht dort schon wieder viel zu lange, aber es ist mir scheißegal. Ich bin pissed. Dass mich dieser hässliche Ordo-Bongo immer wieder besiegt. Ich sollte eventuell mal gucken. Der kann sich nicht mal umdrehen, der dumme Bastard, ey. Ob ich mir nicht mit dem Fähigkeitspunkt noch irgendwas holen kann. Überragendes Blocken. Sprintattacke. Machtabstimmung. Bringt alles nichts. Das würde was bringen, ausweichender Tritt. Weil das bringt eventuell auch was, dann kann ich eventuell mehr als einen Hit blocken. Hintereinander, ohne dass meine Blockausdauer alle wird. Also ich muss nicht ständig auf das nicht besonders zuverlässige Ausweichen gehen. Wie es scheint, dürfte ich tatsächlich dazu in der Lage sein. Ja, genau. Ich hasse es. Weil ich will den Typen besiegen. Weil der eigentlich nicht schwer ist, so. Der ist nur schwer, weil die Steuerung nicht richtig reagiert. Aber besser gesagt, Kerl nicht das macht, was ich will, was er macht. Übrigens, falls ihr es bemerkt habt, von diesem Startpunkt aus ist die Ladezeit viel kürzer. Okay, wait. Wo ist mein Dings hin?
Ich hatte das Timing wieder nicht richtig drauf. Belastend. Ich habe echt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir das jetzt schon versuchen, aber wir versuchen es meiner Ansicht nach viel zu lang schon. Der Typ sollte 5 Minuten dauern, maximal, wenn überhaupt. Das ist ein Lamm, das ist eine scheiß Kröte. Ich bin ein fucking Jedi, Alter. Okay. Warum auch immer er jetzt keine gelbe Aura mehr hat, das triggert mich gerade ein bisschen. Vielleicht jetzt gar keine Erfahrungspunkte zum Zurückholen gehabt. Da müssten wir jetzt nochmal kurz irgendwie irgendwen umhauen. Dafür. Das machen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz, oder? Da drin ist nichts, was ich umhauen kann, da auch nicht. Bevor wir da jetzt runterspringen. Da drüben ist. Oh mein Gott, ich habe noch keinen Doppelsprung. Mein Gott, wieso kann der nicht springen? Oh Gott, ist das belastend, ey. Da wären Dinger zum Umhauen. Da hinten ist was. Making a new friend. Ah, jetzt haben wir wieder XP bekommen. Cool. Heißt das, wenn wir jetzt sterben? Danke. Das war keine Absicht, by the way. Dürfte der endlich wieder eine gelbe Aura haben? Übrigens eine Sache, die ich sehr, mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, dass das keine vernünftige Möglichkeit für New Game Plus gibt. Wo ich mit all meinen Fähigkeiten neu starte, nicht nur mit all meinen Collectibles. Ich will meine ganzen Fähigkeiten haben. Ja, dann klappt das Spiel zwar nicht mehr so ganz, aber mit der Story, ja. Aber dann baut halt irgendeine andere Möglichkeit dafür ein. Ich habe übrigens geblockt. Übrigens, also. Ja. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist einfach so viele Kleinigkeiten, die nicht vernünftig sind. Ha, ja. Gebt ein besseres Ausweichen. Dafür nehmt mir die Fähigkeit, bei so wilden Tieren zu blocken. Ja, denn ich habe das Spiel die ganze Zeit mit die ersten, keine Ahnung, was weiß ich, 20 Stunden. Wusste ich nicht, dass ich die Angriffe von Wähnchen blocken kann. Ja. Und mit vernünftigen Ausweichen. Das ist übrigens kein vernünftiges Ausweichen. Wäre das auch kein Problem. Und das wäre, weil das ja eine Kanon-Storyline ist, ja, wäre es ja auch kanonischer, weil wenn ich kann damit nicht, mit dem Lichtschwert nicht angreifen blocken. In dem Moment, in dem das Tier in das Lichtschwert reinspringt, ist das Tier tot. Weil das Lichtschwert durch das Tier gleitet wie durch Butter. Weswegen ich auch Star Wars Spieler hasse, wo nicht alles One-Hit ist. Ich und die Gegner.
Dann macht das Ding halt nicht kanonisch oder gebt den Charakteren keine Lichtschwerter. Aber ihr könnt kein Jedi-Spiel machen, was kanonisch ist, wo ich dem hässlichen Vieh nicht die Rübe spalte, wenn ich ihn mit dem Lichtschwert die Rübe spalte. Das klappt nicht. Das ist nicht kanonisch, nicht mit dem Star Wars-Kanon vereinbar. Ja, heißt also, jetzt muss sich wieder irgendein armes Schwein irgendeinen Grund ausdenken dafür, warum Kerls Lichtschwert diesen Octobopter nicht in zwei Hälften spaltet, wenn ich den mit einem Überkopfschlag treffe. Weil das ist halt eine Kröte und keine Ahnung, die hat halt irgendwie die Eigenschaft, Lichtschwertangriffen zu widerstehen. Oder warum K2SO manchmal von mir zerteilt, also diese K2SO-ähnlichen Druiden, manchmal von dem Lichtschwert durch Butter zerschnitten werden, unter anderer Stelle dann nicht. Ja. Gib mir Stim! Stim, hier! Es ist so frustrierend. So. Ich hasse es, wenn das passiert. Wenn durch diese gelbe Aura das Aufladen nicht durchscheint. Auch so eine Sache. Das ist alles so. Das klingt jetzt zwar nach Meckern auf hohem Niveau, aber eigentlich ist das nicht Meckern auf hohem Niveau. Das ist Meckern auf einem wirklich niedrigen Niveau, weil der Programmieraufwand dafür ist halt Zero. Ja? Legit müsste es meiner Ansicht nach zumindest. Ich weiß nicht, wie die das eingebaut haben, diese Funktion. Aber meines Wissens nach müsste es eine extra Passage geben, dass solange die gelbe Aura da ist, die rote nicht angezeigt wird, müsste es einen extra Programmierabschnitt dafür geben. Ja? Und den muss man einfach entfernen. Und schon. Also dreimal versuchen wir es jetzt noch, auch wenn ich es mir jetzt persönlich als Ziel gesetzt habe, aber das Video ist ja für euch jetzt schon nicht mehr ansehenswert. Außerdem kann ich die Datei nicht noch größer werden lassen, sonst ist YouTube wieder unglaublich weinerlich damit, das Ding zu verarbeiten. Und dann habt ihr wieder 5 Tage lang kein HD und 30 Jahre lang kein besseres als HD. Ja, meine 4K-Videos, die ich vor 2 Tagen hochgeladen habe, waren noch nicht mal HD heute. Ja. Noch.
Der hat mich schon wieder mit so einem Blödsinn getroffen. BD1? Need a stem. Ich halte das immer so gut durch und dann kommt immer irgendein Blödsinn, ja, wie zum Beispiel eine unsichtbare Attacke, die ich nicht blocke und dann sterbe ich. Das war übrigens gerade mal wieder perfekte Timing, was er nicht erkannt hat beim Parieren, aber. Letztes Mal. Oh, geschafft. Bogdo besiegt. Oh, Alter. Du hast keine Ahnung, wie viel Recht du mit dem Close One hast. Close One. Real Close One. Diese Wand habe ich noch nicht verstanden. Warum die da ist. Den Sinn habe ich nicht verstanden. Das Rohr ist von Anfang an da. Speichern. Und damit würde ich sagen, haben wir es endlich geschafft. Ja, es war ein wichtiges Thema. Wollte ich nur mal kurz drüber reden. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.